Die Werbsgruppen auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen. Fahnenkommando, Bewerbsgruppen und Bewerter auf mein Kommando. Ich spreche Sie an mit das Ganze. Das Ganze habt Acht. Zur Meldung an den Herrn Abschnittsfeuerwehrkommandanten. Das Ganze rechts schaut. Herr Abschnittsfeuerwehrkommandant, Abschnittsbrandinspektor Gschwen meldet die Bewerbsgruppen und Bewerter zum Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb angetreten. Ich wünsche allen, die hier heute antreten, dass ihr eure geplanten Leistungen erbringen könnt. Macht euch einen schönen Nachmittag mit guter sportlicher Einstellung, seid fair zueinander, bleibt korrekt und diszipliniert. Die Besten sollen gewinnen. In diesem Sinn werden wir jetzt gemeinsam einen schönen Abschiedsfeuerwehrleistungsbewerb 2012 durchführen. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Danke, Bewerbsleiter, Bewerbsfahne hissen und mit dem Bewerb beginnen. Bewerbsfahne aufziehen. Hauptbewerter, Hauptfeuermann, macht jetzt Meldung Gruppe Schwanermann mit der Nummer 7 zum Leistungsbewerb in Bronze angekommen. Verteiler nach 2B-Länge. Angriffsgruppe, weg zu.
rausstellen, ob wir das Grüne ausziehen dürfen oder nicht. Gruppe rechts, schaut. Ich glaube, wir werden da Wannerberg geradeaus, Wassernahmestelle der Bach, verteilen nach zwei Behlingen. Angriffsgruppe bringt zu Bringleitung. Mit je zwei Zählingen, erstmal drauf vor! Bewerbsgruppen und Bewerter auf mein Kommando. Ich spreche Sie an mit das Ganze. Das Ganze habt Acht zur Meldung an den Herrn Abschnittsfeuerwehrkommandanten. Das Ganze rechts Schott. Herr Abschnittsfeuerwehrkommandant, Abschnittsbrandinspektor Gschwind meldet, das Fahnenkommando, die Bewerbsgruppen und die Bewerter zur Siegerverkündung angetreten. Danke, ruhen lassen, Helm ab! Das Ganze, habt Acht, ruht, Helm ab! Gut, wer bitte Bewerbsteilnehmer? Der Einmarsch war traumhaft. Wir haben lang. Dieses Wochenende war der zweite Wettkampf im Bezirk Baden, der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb hier in Reisenberg. Ganz besonders begrüße ich euch als Hauptdarsteller
dieses Nachmittags. Ihr seid alle nochmals herzlich willkommen. Die Zuseher und Schlachtenburger, herzlich willkommen. Der Kampf ist geschlagen, die Besten haben gewonnen. Es freut mich auch, ein paar Ehrengäste besonders begrüßen zu können. Ich begrüße den Bundesrat und Bürgermeister von Pfaffstätten, einen Freund der Feuerwehr, Christoph Keinz. Herzlich willkommen. Bürgermeister Josef Sam. Herzlich willkommen. Robert Bell. Bezirksfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehrrat Anton Kirschbaumer. Verwaltungsrat Michael Mackert. Der Abschnittsbrandinspektor Gerald Lechner. Der Abschnittsbrandinspektor Wolfgang Zettling-Schlemmer. Abschnittsbrandinspektor Martin Fink. Und mein bester Gruß gilt allen, die es vergessen haben. Ich gratuliere allen zu ihrem Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Geschätzter Herr Abschnittsfeuerwehrkommandant, Herr Bezirksfeuerwehrkommandant, geschätzte Herr Bürgermeister, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden. Ich weiß, wie ich welche Leistung man erbringen muss und erbringen möchte. Ich weiß, wie sehr man sich auf den Landesfeuerwehrbewerb freut. Und ich weiß, wie sehr kurz die Reden sein soll. Ich möchte euch aufrichtig gratulieren für eure wirklich hervorragende Arbeit, für euren professionellen Einsatz im Sinne der Sicherheit unserer Bevölkerung. Wir sind stolz auf euch, gut wer. Geschätzte Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, ich als Bürgermeister der Gemeinde Reisenbirn bin sehr stolz, dass ihr so zahlreich, ich glaube ca. 550 Mannes und Frauen gekommen seid. Ich selber bin vor 45 Jahren schon das erste Mal bei einer Wehrkampfgruppe gewesen und ich kann sagen, ich weiß auch, von was ich spreche. Wir können stolz sein auf euch, allein wenn ihr zu den Einsätzen fahrt, da lernt man das Ganze und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und als Feuerwehrmann weiß ich, man soll nicht lange sprechen, überhaupt wenn es so eine Hitze schon hat. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke, Herr Bürgermeister. Die Feuerwehr Reisenberg bedankt sich bei folgenden Pokalspendern: Bürgermeister Josef Sahn, Vizebürgermeister Robert Beierl, geschäftsführender Gemeinderat Gerhard Benze, geschäftsführende Gemeinderätin Maria Rosenbauer, geschäftsführender Gemeinderat Rudolf Friedrich, geschäftsführender Gemeinderat Thomas Friedrichkeit, geschäftsführende Gemeinderätin Edith Fuchs, Gemeinderat Alfred Bichler. Aus der Wirtschaft die Firma ADK AG, AFIS Feuerwehrbedarf, Autohaus Bogoli, Eisenbahn Reichert, Friseursalon Andrea, Gartengestaltung Rudolf Fuchs, Gasthaus Familie Schmidt, Kornverpackungen, Installateur Otto Sikora, Novellini, Pension Reisenberger Mühle, Sam Jagoditsch Sprengstoffe, Toyota Ulrichshofer, Versicherungsbüro Schwarzo, Wasserleitungsverband der Tristingtal- und Südbahngemeinden und zu guter Letzt Weinhof zur Sandgrube. Danke nochmals. Zur Siegerehrung Helm auf Rang 3 Heiligenkreuz. Rang 2 Klausen Leopoldsdorf. Und Rang 1 Geesdorf. Platz 3 Götzendorf 1. Platz 2 und einen Pokal Margareten am Moos. Und Platz 1, Bischelsdorf an der Leiter.
veranstaltete Feuerwehr Reisenberg erhält einen Erinnerungspokal, gespendet von Bürgermeister Josef Sam. Schlauch, wenn das Löschwasser fließt, als ob man zum Baden im Hallenbad ist. Dieses Kribbeln im Schlauch vermisst du doch auch mit der Hand am Hydrant, das ist Glück. Wasser, Marsch, 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 wir gehen im Feuer an den Arsch, 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 löschen, retten, bergen ist den. Wenn es brennt, fahren wir hin, weil ich ein Feuerwehrmann bin. Und wir löschen den Brand. Die Hand an die Mütze und mit viel Sachverstand. Wir wissen ganz genau, was im Dorf bei uns läuft. Wir wissen, wo das brennt und wer alles hier säuft. So, Jungs, Ende. Rohre einfahren, abtropfen lassen und dann ab nach Hause, ne?